Hallöchen und herzlich willkommen. Der hat wieder die Brille auf. Grüß Gott. Wir haben uns letztes Mal, glaube ich, noch mal kurz schlafen gelegt, gell? Ja. Und dann hatten wir irgendwas freigeschaltet. Ja, zwei neue Rezepte. Auberginen-Kebab und gebratene Hähnchenflügel. Oh. Zwiebel und Pommes, so wie es ausschaut. Warte mal, wo ist die? Was suche ich denn? Den zahlen wir einfach gleich mal. Was hast du gezahlt? Huch. Das Gehalt von unserem Angestellten. Von dem Hiopai, ja. Sehen, es kam ein Update raus. Oh, ich habe gar nicht geguckt. Weißt du, was neu ist? Ja, Pizza. Ah, dann habe ich mich da unten... Ich habe mich schon gewundert, warum unten Pizza ist. Ah, ja, okay. Auch jetzt neue... Also man kann jetzt auch Spiegelei machen. Aha. Man kann jetzt auch Burger in der Pfanne machen, irgendwie so. Aber gut, so weit sind wir, glaube ich, eh noch nicht. Nee, noch nicht, ne. So die Neuheiten, die ich gesehen habe. Es gibt Spiegelei. Es gibt mittlerweile auch einen Eierkocher. Boah, wie geil. Ja, also man kann auch gekochte Eier machen. Klingt so ein bisschen nach Frühstück, aber ich glaube, das ist, um es auf so einen Burger draufzulegen. Ja, und dann gibt es halt Pizza mit ganz, ganz vielen verschiedenen Zutaten, also auch Oliven und Peperoni und keine Ahnung, was halt so. Das fühle ich ja. Das fühle ich übelst. Heute ist Döner dran, ne? Ja, ich wollte gerade fragen, was möchtest du auf der Speisekarte haben? Also auf jeden Fall den Döner-Teller wollten wir machen, das weiß ich nicht. Den Döner-Teller, okay, dann schmeißen wir den schon mal drauf. Wie viele Gerichte können wir machen? 4 oder 5? 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, guck mal hier. Guck mal. Yay! So sieht dein Döner aus. Ah, da würde mich gerade wieder gut. Okay, was wollten wir, was haben wir noch? Ja, dann würde ich sagen, das, was wir da haben, brauchen wir halt auch. Pommes, oder? Suppe. Suppe, ein Ribeye Steak haben wir noch. Und gegrilltes Fleisch. Dann können wir noch eins drauf machen. Okay, machen wir. Was ist denn mit Tomatenkebab? Oh ne, da brauchen wir einen Fleischwolf. Haben wir. Das ist ein Geräusch, achso, ja. Wir haben den Fleischwolf. Mhm. Tomatenkebab. Irgendwas Neues vielleicht. Ribeye, Schwanzfett, doch, haben wir auch geholt, gell? Alter, Schwanzfett ist so ein dummes Wort. Ich glaube, Schwanzfett hatten wir noch nicht, aber ich hole. Doch, ich meine, das habe ich gekauft. Doch, echt? Das liegt. Echt? Das müsste das hier sein. Schwanzfett, ja. Bin ich steppert? Das aussieht wie der schiefe Turm von Pisa hier. Hä? Hühnerbeine? Ach, das ist neben dem. Ribeye. Ja, ist es. Okay. Was brauchen wir dann auch? Spieß. Rührschüssel, Tomate. Dann lass uns das frische. Haben wir Zwiebeln? Nee, gell? Hol ich. Ja, probieren wir halt mal, oder? Ja, los geht's. Wir machen Tomatenkebab. So. Tomaten. Wir haben ja jetzt erstmals, okay, es werden 16 bis 21 Kunden erwartet, okay. Okay, so. Dankeschön. Also dann mache ich schon mal die Pommes in die Mikro. Mhm. So. Also, was ist heute auf dem Gerichtsplan? Ihr Döns? Döner-Teller. Mhm. Pommes, gegrilltes Fleisch, Tomatenkebab und Tomatensuppe. Okay. Piep, piep. Oh, ist sogar schön warm geworden. Ich guck nochmal, damit ich die Bilder. Genau, das gegrillte Fleisch, Tomatenkebab, Döner-Teller. Was brauchst du für den Kebab noch? Wobei, ich mach erstmal vielleicht den Döner-Teller. Ja, ich mach schon mal hier Mikrowelle und die Tomatensuppe fertig. Oh, wir brauchen ein bisschen mehr Pommes, ne? Wir brauchen nochmal Pommes. Echt, oder? Mhm. Ah, beim Döner-Teller sind Pommes dabei, okay. Ja, das ist der falsche. Da kann ich ja schnell machen. Genau. Okay. Kartoffel, Frittierkorb, Ketchup, Mayo kommt drauf. Jawollo. Okay. Also, das ist hier. Ich mach mal nach und nach die Dinger.
Wir brauchen noch ein Fleisch, ne? Ich brauche Öl. Sondern wir müssen dann Öl kaufen. Okay. Und noch ein Ribeye-Steak dann. Soll ich die Pommes schon machen oder werden die dann kalt? Du kannst sie schon machen, denn das Gericht geht relativ schnell. Okay, dann rein mit euch. Wir machen jetzt den... Wir machen jetzt den Döner-Teller, gell? Mhm. Oh nein, ich hab was vergessen. Ah, da muss Ketchup und Mayo auch drauf. Genau, auf den ovalen Teller wollte ich das machen. Okay, ah ja, okay, perfekt. So, the Pommes sind fertig. Geil. Warte. Achso, du ich bist... Ich mach Ketchup und Mayo schnell drauf. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann leg ihn mir mal hin. Bitteschön. Danke. Also 5 Dönerscheiben, also das wäre mir auch zu wenig. Eindeutig. So, dann machen wir mal das an. Okay. Dann haben wir den Dönerteller. Oh, kannst du das Fleisch drehen? Ah! Oder warte. Das Fleisch drehen? Ah, ja, oha. Shitty. Okay, das wird nicht so geil. Soll ich vielleicht ein neues machen? Hör mal. Ja, komm. 20, 0,2, also. Na, komm. Wo kann ich das... Wo kann ich die Sachen wegschmeißen? Auch da hinten, oder? Oh, das war zu viel. Na jetzt? Kann ich das wieder in den Kochtopf zurück? Was hast du gemacht? Oh, hoppala. Was passiert? Ich habe zu viel Suppe in den Teller. Ah ja, gut, das kann passieren. Jetzt, ja. Ach, da muss noch ein Stück Petersilie drauf, gell? Ja. Hä? Wo ist denn der... Wo ist denn der Salzstreuer hin? Mein Salzstreuer ist weggepackt. Oh ja. Ich hatte den gerade in der Hand, wollte ihn zurücklegen und dann war der weg. Hm. Ist er vielleicht aus dem Müll gelandet? Naja, oh. Wir haben ja noch einen. Ja, gut. Kommt der runter halt. Hm. So, Tomatenkebab machst du gerade, oder? Genau. Jetzt nur noch Petersilie. Hä? Ah, nee, ich mach gerade das. Ich mach grad das Fleisch für dich. Ja, nochmal Pommes. Genau, ich guck mir auch gerade mal den Tomatenkebab an. Was brauchen wir? Kartoffel, Zwiebel, Kebab. Wir brauchen Schwanzfett. Einmal Schwanzfett schneiden, ein Ribeye-Stück im Fleischwolf. Ich kümmere mich mal ums Fleisch. Okay, ich verstehe. Aber wie cool animiert das dann doch ist, obwohl es halt so eine ja, Comic-Grafik, nenne ich es mal. Ja, ne? Oh, ich liebe alles daran. So, hier ist nochmal Pommes. Und dann machen wir den Döner-Teller. Das war auch wieder Pommes. 1, 2, 3. Dann muss ich einen Spieß nehmen. Oh, das wird sogar ein bisschen mehr, ne? Also ich hab den Spießkebab fertig. Wie sieht's denn... Ah, nee. Ich brauche eine geschnittene... kannst du mir eine Tomate schneiden kurz? Das wusste ich nämlich nicht. Oh, falsch. Jo. Ah, perfekt, jetzt haben wir den drauf.
Okay, dann müssen wir grillen. Eine Kartoffel und eine Zwiebel. Und danach müssen wir die schneiden. Okay. Ich habe genügend für zwei. Okay. So, und jetzt... Erstmal die Tomate und so. Abrufe, das weiß ich, wie es geht. Okay, also Dönermesser nehmen und 5 Scheiben schneiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, ich habe danach alles richtig. Ich hab den. Okay, der Spieß ist durch. Kommt noch was drauf, außer Tomaten und Zwiebeln? Kartoffelscheiben. Backen jetzt das hier so rum. Siehst du? Okay, ich glaub, hast du noch eine Pommes rein? Kommt da noch eine Pommes? Siehst du das? Schweben? Kommt Fleisch? Da? Nee, ich nicht. Hm. Naja. Pommes beim Tomatenkebab. Kommt nichts mehr drauf, oder? Nee, die. Ach, Kartoffeln, nicht Tomate, ich Idiot. Ja, kein Wunder. Ich hab Tomaten irgendwie gemacht. Meiden Tomate am Spieß befestigen, jede Seite grillen, das hast du gemacht. Genau, genau. Ich hab nur statt. Auf den Teller eine Kartoffel habe ich eine Tomate nochmal drauf getan. Zwiebel und Kartoffel. Achso, ja, Zwiebel hast du schon drauf. Genau, die Kartoffel auf dem Ofen hier habe ich verstanden. Oh, das Hackfleisch ist noch nicht ganz durch, gell? Wie? Ja, wenn du mit der Hand auf das Hackfleisch gehst, dann fehlt noch so ein bisschen. Stimmt. Ah, die Tomatenscheiben sind schon durch. Ja, sehr ja, gut. Aber jetzt ist es durch. Gegrilltes Fleisch ist da, Dönerteller ist da. Ah, gut, Tomatensuppe können wir ja einfach schnell erhitzen und umfüllen, oder? Ja, ja, genau. Dann stellen wir ja eh den Topf rein. Habe ich alles richtig gemacht? Ja, ich habe alles richtig gemacht. Okay. Sehr gut, dann können wir aufmachen, glaube ich, oder? Machen wir den Bums auf. Achso, nee, den Tomatenkebab müssen wir halt nochmal machen. Ja gut, den kann ich machen, ja. Kannst du eine, ich nehme mal die Tomate mit, kannst du eine, wie heißt das, Zwiebel Kartoffel. Und eine Kartoffel, genau. Okay, da kommen aber viele, kannst du viele von machen. Genau, aber draufwerfen, ich kümmere mich um alles. Krass, wir können locker noch einmal... Fleisch machen. Also ich würde das Fleisch mal in die Kühltruhe packen. Irgendwas brennt da. Ja, ich muss ja das Essen gerade nur drehen. Ah. Mal hier drauf gelegt, okay. So. Ja, Essen ist gleich ready hier, das nächste. Perfekt. Und sind die Leute glücklich? Ja, mit der Tomatensuppe nicht so. Oh, warum? Weiß ich nicht. Hm. Ah, okay. Wollen die sich nicht so anstellen? Wir hatten ja nichts zu essen. Okay. Okay, also der Kebabspieß geht gut durch. Und der Dönerteller geht gut durch. Hattest du ja alles nochmal reingepackt, ne? Ja. Ich würde den Dönerteller mal aufwärmen langsam. Ja, das geht. Ja, was ist, Oma? Gib mir dein Geld. Gib mir dein Gold.
Okay, die Tomatensuppe geht durch. Oh, wir brauchen Tomatensuppe, okay. Ich brauche eine Schüssel. Oh, wir haben keine Tomatensuppe mehr. Ich gebe denen den Rest drauf, sollen sie das essen. Warum kann ich jetzt das Geschirr nicht mehr aufeinander stellen? Ah, das Spiel manchmal, ne? Was fehlt uns? Fleisch. Oh, das ist doch das, was ich schon drin habe. Okay. Der Döner-Teller. Die Suppe kommt heute nicht gut an, aber wie gesagt, das ist letzte Suppe. Was macht der Kellner da in der Ecke? So. Was fehlt? Nico, was fehlt? Was fehlt? Nix. Doch, eine Sache fehlt hinter dir. Naja, aber der Tag ist vorbei, also. Ach so, ja, okay. Was war's? Pommes, sorry. Ja, Pommes waren durch. Machen wir die Fritze aus hier. Machen wir den Spieß aus. Ja, wir sind durch. Okay, also, das war schon mal sehr geil. Ja, komm, ging ordentlich Kohle heute. Jetzt haben wir halt noch ein Ribeye rumfliegen. Und weil das Ribeye ist tatsächlich nicht so geil, was die wollen. Also der Tomatenkebab und Döner-Teller ist richtig gut gegangen. Ich glaube, umso mehr Sterne, oder? Ja. Ich würde sagen, wir gucken mal morgen, dass wir... nur hohe Sterne machen. Ja. Wird zwar mehr kochen sein, aber... Da macht deine Dame ja anscheinend Zeit in der Früh. Genau, weil wir haben diese zwei Rezepte hier, aber die braucht halt keiner. Kann ich dir das nicht da drüben hinstellen? Komm, anscheinend nicht. Braucht keiner. So, und damit haben wir nur noch einen Kebab-Spieß. Was mit dem Hayo? Ja, der backt wieder darum. Mal wieder. Schön einmal auffüllen. Wir haben 5000 eingenommen. Ui. Ja, je komplizierter die Gerichte werden, desto besser, ne? Mhm. Ja, da können wir, wenn du magst, schon mal pennen gehen. Und weil wir erst wieder wegen Einkaufen gucken, weil ich glaube, da fehlt was. Okay, gut, machen wir. Guck mal, was wir überlegen, was wir für morgen wollen. Genau, wo steht genau. Denn das Sternen überhaupt? Unten drunter in der Mitte, also wenn du auf die Rezepte gehst. Aber Speisekarte, okay. Genau. Okay, das gebratene Hähnchen gibt 7. Kann man das nicht irgendwie anordnen? Schade. Nee, leider nicht. Also dann Döner-Teller, Tomatenkebab, Hähnchenflügel. Maschinenkebab, Hühnersuppe, Hähnchen. Gut, geben alle 5. Also. Genau. Also, allein wegen der. Also, gebratene Hähnchenflügel und Dönerteller würde ich auf jeden Fall, weil das sind die höchsten Sterne. Danke. Mhm. Ein bisschen Variation reinbringen, dann zum Beispiel noch eine Hühnersuppe. Hühnersuppe mit 5, ja. Spieße. Wie war das Tomatenkebab? War das cool oder sollen wir was anderes probieren? Ja, das Tomatenkebab haben wir sogar noch im Kühlschrank. Das würde ich sogar noch mal machen wollen. Okay. Ja, dann machen wir Tomatenkebab und entweder Hähnchenspieße oder Auberginenkebab noch dazu. Machen wir mal Auberginenkebab, ne? Okay. Also erstmal Döner-Teller. Das heißt, Ribeye würde ich auf jeden Fall... Ja. Ich muss mir das alles mal notieren.
Warte. So, dann. Aber wir haben halt voll viele Hühnerbeine da. Was brauchen wir? Achso, nee. Ich schreib mal auf, was wir für Döner-Teller brauchen. Okay, also wir brauchen ordentlich was. Gut. Schreibst du es dir auf oder soll ich es dir sagen? Du kannst mir gleich den Rest vorlesen. Ich bin gerade nämlich bei beim Döner-Teller. Okay. Oder du kannst mir ja dann sagen, was wir brauchen, falls du dir das eh aufschreibst. Machen wir. Oder machen wir es so, genau. Und ich sag dir dann, was wir da haben und was wir kaufen müssen. Okay, also ich habe mir jetzt für einen Döner-Teller schon mal was aufgeschrieben. Ich mache mal jetzt das gebratene Hähnchenflügel.